Willkommen Freunde zur nächsten Don't Star Folge. Ja, wir sind hier wieder unerwarteterweise plötzlich eingeschneit worden. Mitten im Nirgendwo. Ich werde hier nur ein bisschen was erkunden und ja, jetzt da doch endlich mal mich... Huch, hier liegen Bären rum. Um die Scheiße kümmern hier. Sag mal eben schnell Bienenstöcke. Genau, danke. So. Ach Gott, nee. Du kommst echt zu nichts bei dem Spiel. Wenn du was, wenn du ein Ziel im Kopf hast. Na gut, lassen wir das. So, Chester, was hast du eigentlich alles noch hier so im Maul? Gib mal her. Nehmen wir den auch gleich mit. Gleich mal hier reingestort aus platztechnischen Gründen. So, da verzieht sich der Schnee doch wieder. Das ist doch Opti. So, alles mitnehmen, was hier so kreucht und fleucht. Und sind wir mal ehrlich, die Bärenbüsche würden hier eh liegen bleiben bis in alle Ewigkeit. Also kann ich es auch genauso gut oben bei mir nutzen. Nein, den da sollst du... Okay, dann halt so. Ist ja nicht weiter tragisch. Und flipp. Die Karotte nehme ich auch an mich. Vielen Dank. So. Alles Klärchen, Bärchen. Ich habe zwischenzeitlich natürlich eine kleine Pause eingelegt, mal wieder alles gerendert und es sollte jetzt nicht mehr ruckeln. Und so mein liebes Bienenhaus, jetzt bist du dran. Doch zuerst muss ich hier noch etwas Platz machen. Gut. Und renn! Pro Bienenstock haben wir hier 6 Killerbienen, die bewachen. Ich muss hier gerade mal so ein bisschen im Kreis rennen und dann... Ja! Okay, es ist kaputt. Ah! Einfach ein bisschen verarschen, die Bienen. Oh, Chester! Der Honig ist gar nicht mal so wichtig. Hauptsache, wir bekommen hier den Klumpen. Das ist mein Ziel. Das machen wir dann doch hier oben mal genauso. Komm, meine lieben Bienchen. Ja, ja, ja. Fangt mich. Bisschen weglocken. Aua. Hat mich doch noch einer erwischt. Und dann... Ja, scheiß drauf. Da müssen wir jetzt durch. Ah, oh. Weg hier. Okay, ich habe 2 Bienenklumpen. Das heißt, ich kann mir damit 2 Beeboxes bauen. Beeboxen, genau. So, das wäre geschafft. Puh. Ja, komm, auf die Ecke da unten. Scheißen wir jetzt mal getrost. Mann, liegt hier Zeug rum. Das ist ja echt der Wahnsinn. Mit Chester. Kriegst hier alles zu fressen, mein Kleiner. Hier kommen wir eh nie wieder her. Das war vielleicht weniger eine gute Idee. Hier die goldene Spinne an der Hacke und mein Stab hat nur noch 1%. Kann man genauso gut wegwerfen. Hey, lass doch mal mein Chester in Ruhe. Hallo. Okay. Scheiß drauf, wir verpissen uns. Chester, komm Kleiner. Die doofen Spinnen ärgern dich nur, ich weiß. Wow.
mittelschwere Lag Attacks mal wieder. So. Einer geht noch. Nee, einer geht jetzt noch. Das ist natürlich kein Problem. Den nehmen wir auch noch mit. Am besten den da hier oben. Ach. Chester, komm, nicht in deinem Baum verstecken hier. So, und so. Und lass krachen, Kriki. Was macht denn der Hunger? Gut. Ach, guck mal hier. Eine Wiederbelebungsstelle, falls ich mal den Löffel abgeben sollte. Das ist ja äußerst praktisch. Sehr gut. Oh, hier haben wir sogar noch ein bisschen Rott. Nehme ich natürlich gerne an, Milch. Denn für die ganzen neuen Büsche brauchen wir auch Dünger. Sehen, was wir hier unten noch so alles Schönes finden. So, das war's dann wohl hier, ne? Soweit. Haben wir alles abgegrabt. Wenn man vom Teufel spricht. Nehme ich euch doch auch gleich mit. Und wenn ich schon hier unten bin, komm, was soll's. Ich schnapp mir auch Evil Flower, wobei pro Evil Flower meine Sanity sinkt. Aber da lass jetzt mal getrost einen drauf fahren. Denn die Sanity war eh auf Max. Und oh shit. Puh. Knapp. Was mach ich denn jetzt? Das bisschen Holz hier nehme ich noch mit. Und morgen geht's dann auf dem Heimweg. Nein! Hände! Weg von meinem Feuer! So. Alles klärchen. Essen wir gleich mal hier die Scheiße. Bisschen Feuer machen. So, okay. Ich habe, was ich wollte hier unten. Und dann verziehen wir uns morgen gleich bei Tagesanbruch, würde ich dann direkt mal vorschlagen. Heatstone nochmal aufladen. Okay. Ja, der leuchtet schon. Das heißt, im Dunkeln haben wir ein bisschen Licht, solange der leuchtet. Weil er hier halt rot ist. Das ist nützliches Nebenwissen. So, okay. Na dann mal los. Ha! Ich habe endlich Zutaten. Für meine Bienenhäuser. Aber ich brauche natürlich nicht nur die Häuser an und für sich. Hallo. Wäre noch unser altes Camp. Sondern auch die Viecher, genau die Schmetterlinge. Werdet ihr dann sehen, warum. Ne, das sind alles normale Flowern. Chester. Komm, Kumpel. Wir machen mal so. Und ich nehme hier nochmal den Neunerbusch mit. Der lacht mich echt gerade an. Ah, Truthahn! Noch einer! Gulu, 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 gulu. Und mampft sich hier auch im Bauch voll, der Sack.
Ne, hier war ja nichts mehr drin. Genau. Also gut. Weiter geht's. Oh, Rott. Wunderbar. So. Ja, das trifft sich doch gut. Und hey, das sind noch Evil Flower. Ja, 11. Jetzt habe ich 12. Ich will es nicht übertreiben. Lassen wir es mal hierbei. Das Wichtigste ist jetzt erstmal nach Hause kommen, den ganzen Scheiß abladen. Dann sehen wir in aller Ruhe weiter. Bin ich überhaupt richtig? Wo laufe ich denn? Oh Gott, bin ich doof. Ich bin völlig falsch gelaufen. Man merkt schon, ich hatte eine etwas größere Pause. Schon lange nicht mehr gespielt. So. Die Tage machen sie ja zum Glück noch mit. Halt, jetzt muss ich aber hoch, das weiß ich. Ja, hier, das sieht doch gut aus. Mensch. Da ist auch noch der andere Rott. Oh, ich habe nur noch 6 Rott. Oh. Ach du Scheiße. Okay, was ist denn hier drin los? Ja, okay. Ich glaube, ich kann langsam aber sicher auch mal die Weste ablegen. So, zuerst mal euch versorgen. Das lassen wir jetzt... Lassen wir das verfaulen. Ah, ich brauche Rott. Ich brauche unbedingt Rott. Ja, ich lasse das verfaulen. Komm, was soll's. Was haben wir denn hier noch so alles? Ah, nur Shit. Ey, da sind doch noch... Der eine oder andere Platz ist hier doch noch frei. So. Kümmern wir uns erstmal ums Wichtigste, nämlich um die verderblichen Dinge. So. Haben wir eigentlich eine effektive Winterweste? Ich glaube nicht. Was brauchen wir denn da? 2 Büffelhäute, 8 und 1... Oh, ach, Büffelhäute, das war ja so ein Problemfall hier, ne? Ja, genau, das habe ich nirgends. Ja, genau. Eine. Bevor der zweite, sollten wir aber uns unbedingt da noch drum kümmern. Das ist essentiell wichtig. Gut. Gut. Eins nach dem anderen. Jester. Du hast die Büsche für mich parat. Ich muss mal auch hier reinhauen. Und das Netz nehme ich auch mal zu mir. Und das. Und das. So, dann legen wir hier unsere Plantage doch nochmal ein bisschen weiter an. Ich glaube, das ist dann aber auch langsam aber sicher auch mal gut dann mit dem mit den Büschen hier. Na. So. Das kann man doch schon mal lassen. Wächst und gedeiht, meine Kleinen. Alles klar. Gut. Nightmare Fuel an und für sich kann ich noch gar nicht herstellen. Bräuchte ich einen Shadow Manipulator? Und für einen Shadow Manipulator use Dingsterbumster to build a prototype. Und den kriege ich hier. Das heißt, ich brauche ein Top-Hat, 4 lebende Hasen und 4 Hölzer. Habe ich alles. Bis auf den Top-Hat. Brauche ich Spinnen. Oh, Freunde, es gibt so viel zu erledigen. Ach, scheiße. Okay, Plan B. Ich brauche erstmal Kisten.
Ich stelle hier oben zu den Bärenbüschen eine hin. Und lass es damit erstmal gut sein. So. Hey, guck mal, der ganze Scheiß rein, den wir jetzt erstmal nicht brauchen. Seile auch nicht rein. Und der Vogel ist ja nur noch am Ausrasten. Okay. Ach, ich werde schon wieder von so vielen Dingen abgelenkt, ne? Es ist bezeichnend. Es ist echt bezeichnend. Gut. Tophead. Weste. Ich muss mich jetzt erst um die Weste kümmern, bevor der zweite Qualifant Trunk auch noch verratet. Das heißt, am nächsten Tag geht's zum Büffeln. So, ich mach mal eben voll. 105 Leben. Bam! 40 Leben und ordentlich Hunger weg. Das ist natürlich genial. Wie sieht's denn aus? Ich könnte mal noch ein paar Meatballs machen. Zack. Oder nicht, mach mal einen richtigen Eintopf. Einen richtigen Eintopf. Huch. Es wird aber verdammt schnell dunkel, wenn es regnet. Da ist mein Eintopf. Und zack, zack, zack. Den tauschen wir aber mal mit dem normalen Essen. Okay, ab geht's. Keine Zeit zu verlieren. Büffel, so schnell wie möglich. Ich habe keinen Speer. Ein Seil, jetzt brauche ich ja doch ein Seil. So. 38 Rüstung, das sollte eigentlich ausreichen für die Büffels. Ja, das habe ich mir gedacht. Da geht's ordentlich bergab. So, aber scheiß drauf. Keine Zeit zu verlieren. Ich will Büffel. Und wenn ich Schmetterlinge finde, nehme ich sie auch gleich mit. Wozu habe ich denn das Nest? Oh, hier gibt's ordentlich Blumen. Das ist gut. Können wir uns wenigstens wieder ein bisschen retten, weil der Bildschirm wird schon schwummrig. Ah! Kommst du her? Jawohl. Rüstung ist an. Und... Sorry, aber... Mein Freund. Du musst dran glauben. Schmetterling. Das sind mehrere Schmetterlinge. Her mit. Ach Gott, sind hier Schmetterlinge. Ach, wie geil. Hey! Nein, dich will ich nicht. Ich will den Schmetterling. Kacke aufs... Jetzt geht's richtig ab. So, da war doch noch ein Schmetterling. Ich mache mir jetzt alles voller Schmetterlinge. Ihr werdet es dann schon sehen. Zack. So, man weiß ja nie, ich nehme lieber mal, wenn ich schon mal hier bin, den ein oder anderen Büffel gleich noch mit. So, Freunde, wo seid ihr? Ach du Scheiße! Gekackt habt ihr auch ordentlich. Wie viele Junge sind hier denn? 1, 2, 3, 4, 5? Wow, und so viele große Tiere auf einem Haufen. Hier sind auch noch mal 4 Jungtiere. Mensch, die vermehren sich. Das ist gut. Das ist gut. Ach Gott, hier sind auch noch mal so viele. Na dann. Tut's mir ja fast nicht leid, dass ich den einen oder anderen von euch großen umnieten muss.
Ah, bin ich doof. Genau, reingerannt. Ah, kämpfe ich halt mit zwei gleichzeitig. Aua. Komm. Au, okay, kaputt. Ach. Ah, gut, geschafft. Ja, ja, die Rüstung ist auch runter auf 8%. Aber ich habe ordentlich Büffelfell bekommen. Leider kein Büffelhorn. Schade eigentlich. Aber gut, das macht dir nichts. So. Bei so vielen Jungtieren ist es wirklich nicht schlimm, wenn wir den einen oder anderen Büffel umlegen. So. Ach Gott. Wieder Lag Attack hier. So. Nix wie nach Hause. Denn das Fleisch muss fertig gemacht werden. Und ich will endlich mal richtig loslegen mit Basteln hier. Jo, ist ja gut. Wenn die jetzt alle gleichzeitig auf mich losgehen, oh, dann bist du aber fertig, ey. So. Haben wir hier noch den ein oder anderen Schmetterling? Führe ich den nicht. Aber da liegt noch Kacke direkt am Bienenhaus. Das ist natürlich sehr praktisch. Ich würde gerne noch ein bisschen Schmetterlinge fangen. Kommt schon. Ich glaube, in der Abenddämmerung sind die nicht mehr so aktiv. Ah, die letzten Bienen fliegen auch nach Hause. Na gut, das macht ja nichts. So. Also dann. Fleisch. Genau. Zack. Ab in den Kühlschrank. Und hey, mit dem Scheiß. Spinnenweben auch. Tun wir mal die Schmetterlinge erstmal hier rein. Und was habe ich noch gebraucht? Wo war denn jetzt der Rüssel? Ja, genau. Scheiße! Scheiße! Verdammt! Ah! Spinne! Leute, es darf nicht wahr sein. Ich brauche für jeden Scheißdreck Spinne. Es darf einfach nicht wahr sein. Da kriegst du doch die Motten, oder? Da kriegst du doch echt die Motten. So ein Dreck. Bah. Ach, hier habe ich ja auch noch einen Vogel. Vom letzten Mal noch. Da ist noch ein Vogel. Diesmal ein roter. Kommt auch hier rein. Zack. Glühwürmchen. Und ein Pumpkin habe ich doch hier auch irgendwo gesehen. Na, geilo. Das fetzt. Da können wir uns doch auch was Schönes draus machen. Pumpkin Lantern. Ja. Hehehe. Wo setzen wir die denn mal hin? Hier oben zum Fleisch. Oh, sieht sie nicht toll aus. Och, guckt mal. Schön, oder? Das sieht toll aus. Ja, habe ich das nicht gut hingekriegt. Wunderbar, Freunde. Pfeifen wir uns mal so ein rein, wegen der Gesundheit, die ich sicherlich gleich brauchen werde. Und was ich auf jeden Fall gleich noch brauchen werde, ist ein zweiter Locksuit. Jawohl.
denn ich muss ganz schnell Spinnen fangen. Ich brauche so viel Seide für allen möglichen Scheißdreck. Sorry, ich kann mit meinen aktuellen Projekten leider nicht weitermachen, bis ich das habe. Das ist natürlich ärgerlich. Aber das hilft jetzt nichts. So. Wo gehe ich denn hin zu den Spinnen? Ja, ich würde mal sagen, nach links. Und hier wird ordentlich gekämpft. Doch, den finde ich toll. Der hat was. Und zack. Gleich mal einen ordentlichen Schub schneller. Frühling und Sommer, beziehungsweise Frühling an und für sich, ist die beste Jahreszeit. Da brauchst du nämlich keinen anderen Scheißdreck mehr. So von wegen wie Heatstone und eine Mütze, die dich warm hält und eine Weste, die dich warm hält. Also im Frühling kann man am effektivsten arbeiten, finde ich. Und hier ist ein Gruselbaum. Dich hole ich später noch, mein Freund. Hier war ich ja auch noch nicht so wirklich, ne? Zumindest in der Ecke. So, Freunde. Ein dreistöckiges. Ah, das ist ja wunderbar. Chester, haben wir eine Fackel dabei? Jo, wir haben eine Fackel dabei. Ich mache jetzt hier erstmal Platz zum Kämpfen. So. Oh, scheiße, jetzt fackelt mir die Bude ab. Ups, ich hab's, glaube ich, etwas übertrieben. Komm her, Chester. Lasst ihr mir meinen Chester in Ruhe. So. Ja. Ah, ja. Ah, aber es hat sich doch gelohnt, Mensch. Guck dir das an. Auch ordentlich Asche. Oh. Oh. Hups. Hups. Hups, hups, hups. Der Wald ist dann doch etwas stärker abgebrannt als gedacht. Das hatte ich so ja eigentlich nicht geplant. Hups, hups, hups. Sorry. Ah, da 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 da. Tihi. Keine Zeit. Kümmere ich mich später drum. Erstmal spinnen. So, Moment mal kurz. So, Verzeihung. Ja. Gut, wo war ich? Ach ja, wir brauchen Spinnen, unbedingt Spinnen. Spinnen, 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 wenn es geht. An diesem Tage noch. Kleinvieh macht auch Mist. Oh, warte. Ja, der Schmetterling war es wert. Nein. Komm schon. Ja. Ein bisschen Spinnenseide. Halt mal die Fackel, Chester, und das Zeug. Dann kann ich hier in Ruhe arbeiten. Also. Ne, das Ding ist leer. Dann lassen wir es mal. Ist mir da das dreistöckige abgefackelt eben? Boah, geil. Ich pack's mit. 77. Jo, passt. Hallo? Jemand zu Hause? Ah, da kommt Spinnenseide zusammen. Wunderbar. Und da ist noch einer. Ich seh's doch. Zack. Da unten ist auch noch einer. Komm her, du Penner. Ja.
So, einmal kann ich noch einen fangen. Das lohnt ja richtig, Mensch. Ja, da oben ist noch ein bisschen. Wow. Ey, Finger weg vom Chester. Und jetzt kommen sie alle natürlich. Wow, 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 wow. Langsam. Wow. Eben werden es viel. Chester! Stirb mir nicht! Oh shit. Okay, taktischer Rückzug. Das sind zu viele. Das sind zu viele. Außerdem habe ich keine Lust, dass mein armer Chester hier verkloppt wird. So. Eine weniger. Hä? Hä? Oh, der scheiß Baum ist im Weg, verdammt. Ihr Arschlöcher. Kommt her. Du Rotzspinne. Da. Okay, da liegt sogar noch Rott. Und oh, eben, oh, oh, oh. Okay. Gut. Nach der Nacht haben wir auf jeden Fall genug. Dann nehme ich doch hier auch gleich noch ein bisschen Holz mit. So. Mensch, das lohnt ja richtig. Oh Gott, ach Chester, du hast immer voll auf die Fresse gekriegt eben. Nimm mal die, gib mal her. So machen wir das. Ist doch wunderbar. Habe ich auch gleich wieder ein bisschen Holz am Start. Also. Nee, 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 Kumpel. Verzieh dich. Au. Dich habe ich gar nicht gesehen. So. Chester, du kriegst das, das, das. Oh, da kommt noch einer. Ah, wunderbar. 17 Spinnennetze. Herrlich. So lasse ich mir das gefallen. So lasse ich mir das gefallen. Ach, guck mal, wen haben wir denn hier? Noch einen. So, da oben ist noch... Ah, wunderbar. Oh, hier geht's gerade weiter mit der Bambule. Ich überlege mir dann aber echt, mich hier so ein Schwein zu killen. Ne, du Kackspinne, du hast mal wieder mein gutes Fleisch gefressen. Sei froh, dass es nur Fleisch war und nicht, sonst wäre ich explodiert. Und nicht, hier, sag mal eben schnell. Eine gute Schweinshaut. Ja! Geil. Und den letzten Metterling. Zack, den nehmen wir auch noch mit. Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Ab nach Hause, Freunde. Wir sind hier sowas von fertig. Das ist doch mal endgeil gelaufen jetzt. Wow, was ist denn hier los? Was ist das denn? Pick up potato thing?
Keine Ahnung, noch nie gesehen. Und hier gibt's aber Farmen. Okay, fetzt. Da ist ein Höhleneingang. Wird auch gleich eingezeichnet. Das hat ja mal Style. So, ich muss jetzt aber nach Hause, bevor mir alles andere verrottet. Ganz dringend, ganz schnell. Heimwärts. Oh, hier müsste ich mich auch mal drum kümmern. Und ihr habt kein Zuhause mehr, ne? Oh, ist mir da der ganze Wald abgefackelt. Ach du Scheiße. Das darfst du dir da keinem erzählen. Okay, gut. Es ist zwar mitten am Tag. Ich mache das eigentlich sehr ungern, aber der Part ist meiner Meinung nach schon wieder leider etwas zu lang geworden. Gerade noch so an der Grenze. Wirklich, gerade noch so. Das war ein interessanter Ausflug und ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's weiter. Euer Slugsy. Bis dann. Ciao.